nicht willkommen in Anjas TikTok-Bar. Digga. Junge. Ist von Dominik. Der ist gut, der ist gut. Also das ist schon krass, sowas zu können, ne? Das ist schon heftig. Heftig. Krass. Männer sind so verdammt einsam. Frauen kriegen links und rechts Komplimente. Ich habe letztens, da ist ein Typ, der ist 45, 50 Jahre alt, der arbeitet an der Kasse, also nicht an der Kasse, direkt hinter den Kassen bei Rewe, ist ein Bäcker. Da ist ein Typ, der hat eine super positive Ausstrahlung. Und ich bin hingegangen zu ihm und habe ihm das irgendwann gesagt. Ich kenne ihn seit einem Jahr und der lächelt immer, der ist immer gut drauf. Ich habe gesagt, ich muss dir etwas sagen, egal wie schlecht mein Tag ist, wenn ich dich sehe, geht's mir besser, weil du strahlst eine Positivität aus, das habe ich selten gesehen. Der Mann hat fast angefangen zu heulen. Weil er es wertzuschätzen weiß. Weil er kein Kompliment bekommt. Du kriegst als 50-jähriger Mann keine Komplimente. Du kriegst als allgemein als Mann keine Komplimente. Du kriegst... Alter, ich mache Max viel mehr Komplimente als Max mir. Ja, also ich sag ganz ehrlich, wenn ich einen Typen hübsch finde oder so, ich sag dem das. Oder wenn er mir sympathisch rüberkommt. Zum Beispiel, wenn ein Kumpel von Max da ist und der sieht... hat ein cooles Outfit an, sage ich immer, gut siehst du heute aus, richtig gut. Ich mach voll oft, mache ich Komplimente. Richtig oft. Kriegst sie einfach nicht. Und so viele Komplimente bekomme ich nicht. Eins kommt und wirklich vom Herzen, dann schätzt du so sehr, dass du darüber noch jahrelang nachdenken wirst. Frag mal eine 20-jährige Frau, ob sie weiß, ob sie von wem sie vor 2 Jahren ein Kompliment bekommen hat. Sie kriegt jeden Tag eins. Unfassbar, wirklich. Und dann wird es immer noch wirklich öffentlich in den Medien immer mehr vertreten und auch in der Politik so dargestellt, als wären Männer die Bösen, als würde es denen gut gehen. Männer sind so verdammt einsam. Was soll das hier, Emanuel? Soll ich jetzt, Sie ist sauer auf mich. Ich erkläre euch, warum. Jetzt bin ich gespannt. Und ich bitte um Unterstützung. Da bin ich jetzt gespannt. Unterstützung aus der Frauenwelt, um es zu verstehen. Sie hat heute schon den ganzen Tag gesagt, dass ich bloß keine Chips kaufen soll, auch wenn sie die unbedingt will. Aber sie will abends keine Chips mehr essen. Bla bla. Wir waren in der Stadt, waren im Supermarkt. Sie wollte unbedingt ihre verdammten Chips. Ich habe gesagt, nein. Du hast zu mir gesagt, ich soll keine Chips kaufen. Ja, aber das sind nicht so schöne Kommentare. Weißt du, was ich meine? Ich bekomme immer so, ja, geil siehst du aus. Boah, du bist so geil. Boah, ich denke mir so, das sind für mich keine Komplimente. So, ich will das eigentlich gar nicht hören. Und das freut mich auch gar nicht. Mich freut das eher, wenn jemand einfach sagt, ey, ich finde deine Ausstrahlung total cool. Oder zum Beispiel, letztens hat einer geschrieben, dass... meine Streams für ihn ein Safe Play ist. Ich schwöre, das ist einfach viel mehr wert für mich, als wenn jemand zu mir schreibt, boah, du bist so geil, hast du OnlyFans, ich schwöre, du wärst so geil, keine Ahnung. Das nervt mich halt, du hast bezaubernde Ohrläppchen. Also hier im Stream bekommst du sehr oft Komplimente für deinen Charakter. Ja, was ja auch schön ist. Finde ich viel schöner als immer nur dieses boah, geile Titten, geiler Arsch, das will ich gar nicht hören. Zeig deine Füße. Hoffentlich kauf keine Chips, weil später holst du mich wieder voll. Du hast wilde Nasenlöcher. Ist da ein Popel drin oder so? Wisst ihr, was ich mit meiner Nase alles kann? Ich hoffe, ich habe euch jetzt geil gemacht mit meiner Nase. Gibt es eigentlich einen Nasenfetisch? Es gibt ja mal so Fußfetisch und sowas, ne? Aber so einen Nasenfetisch? Hat jemand mal einen Fetisch auf Nasen? Nasen, so. Später beim Nachhausegehen, wir kaufen noch 2, 3 Sachen ein. Was will sie? Chips. Guck mich mit ihren glubschen Augen an, ich soll bitte Chips kaufen. Ich sag nein, sie sagt doch, sie war sauer, weil ich keine gekauft habe. Dann kaufe ich ihr welche, jetzt isst sie die und ist trotzdem sauer. Was soll ich machen? Sie ist sauer.
Leute? Ja. Ich glaube, ich muss ausrasten. Warum denn das? Mein Freund hat gestern bei seiner besten Freundin geschlafen. Oh nein, Kleines, was ist denn? Mein Gott. Erzähl mal weiter. Oh. Und jetzt schreibt er mir einfach gerade auf WhatsApp, ob ich mir eine offene Beziehung grundsätzlich vorstellen kann. Girl, ich hab dir doch gesagt, sei nicht so naiv. Wie konntest du denn zulassen? Tigga. Mann und Frauen, das klappt nicht. Einer will immer mehr. Und du kannst dir sicher sein, dass der Typ der Erste war, der es gewollt hat, Schwester. Kannst du dir ganz sicher sein. Ich hab dir doch gesagt, der ist ein Arsch. Aber du hast ja nicht auf mich gehört. Oh mein Gott, ich muss los. Oh Girl, beeil dich, das musst du wirklich. Der ist so ein Arsch. Männer. Männer. So typisch Männer, die sind alle gleich. Von mir, das ist so typisch Frau. Was? Leute? Ja. Patty, ich weiß, dass du sprechen kannst. Ja, ist so. Kenn ich schon. Wir sagen es auch niemandem. Ich sag's niemandem. Ich schwöre, ich sag's niemandem. Sag was? Ich hab. Das ist aber auch ein Süßen, ne? Weil du Baby bist. Du kannst sprechen. Ich weiß, dass du sprechen kannst. Du bist 3 Jahre alt und mit Menschen aufgewachsen. Du kannst sprechen. Bitte sag. Ich schwöre, ich sag's niemandem. Du kriegst die craziesten Dinge mit. Du kannst mir alles sagen. Du kannst einfach in den Raum zu jemandem gehen, den ich hasse, lauschen und es mir sagen. Du musst sprechen wollen. Kannst du es mir sagen? Dann können wir einen Detektivclub gründen. Ne, kein Bock mehr. Ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Leila. Wow. Sie ist schön ein jünger Leila. Ich hab ein Geil. 3, 2, 1. Oh. 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 Nee. Oh, der hängt da fest. Boah, nee. I'm okay, but I need help. Oh nein. I need a helicopter. Boah, nee, ich würde sterben. Ich würde das ja niemals machen, ne? Davon ab, ey. Geht gar nicht. Boah, nee. Fucking hell. That was hectic. Hä, warum bleibt der so cool? Oh mein Gott, ey, nee, ciao. Ich will Panik. Danke, Papa, für diesen geilen Content. Sie ist Bubu. Was? Bubi. Bubi? Du kannst... Woher kannst du schreiben? Mensch. Ab ins Nest. Ab ins Nest, Bubi. Danke, Papa, für diesen geilen Content. Ich bin gerade im Zug und esse gerade Gummibärchen. Und ich trage immer meine Maske. Jetzt sitzt so ein alter Rentner gegenüber von mir und fragt mich, ob ich das noch so lange mache, bis wir in Mannheim sind. Ich hatte die ganze Zeit meine Maske auf. Jetzt sagen sie nichts mehr, gell? Hm? Jetzt ist auch still. Über primitives Verhalten äußern wir uns nicht. Achso, jetzt redet die Frau. Der Mann hat Schweigepflicht. Die hat mehr Eier als er. Ich bin gerade im Zug. Ja, Schweigepflicht. Die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich nenne, das zeig ich nicht. Tausendmal hast du mich berührt, doch jetzt ist es... Ach, keine Ahnung, Junge.